Plant Engineer 2016 enthält viele Verbesserungen und Erweiterungen für Einsteiger und Power-User in den Editionen Basic, Professional und Enterprise. Diese Features erhöhen die Effizienz und die Produktivität beim Erstellen eines neuen Projektes oder beim Hinzufügen einer neuen Zeichnung. Zudem wurde in der neuen Version die Performance verbessert, insbesondere beim Anzeigen und Übersetzen der Shape-Eigenschaften, beim Öffnen großer Zeichnungen und beim Erstellen von Reports. In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über die Verbesserungen und die neuen Funktionen in den Bereichen Benutzeroberfläche, Shape-Suche, Symbole und Artikelkatalog. Das Menüband im Plant Engineer 2016 wurde für eine bessere Usability neu designt. Neu dabei ist, dass die Plant Engineer Module Pipe Manager und Report Manager in der Gruppe Ansicht wiederzufinden sind. In der Gruppe Export-Import sind alle Funktionen abgebildet, um Projektdaten in unterschiedlichen Formaten auszugeben. Exportieren und importieren Sie beispielsweise Komponenten und Projektdaten in Excel, exportieren Sie die Labels- und Massenstromdaten oder platzieren Sie eine dynamisch erstellte Datentabelle auf der Zeichnung. In der Gruppe Dokumentation erstellen Sie Listen, Datenblätter und Dokumente in Microsoft Word und Excel. Die Bildqualität der Funktionsgruppenbilder der Dokumentation wurde in der Auflösung und der Position deutlich verbessert. Eine weitere Neuerung ist die Registerkarte Firmeneigenschaften im Fenster Eigenschaften. Hier kann der Anwender das Unternehmenslogo für den Zeichnungskopf und die Reports sowie Unternehmensdaten für die gesamte Projektdokumentation definieren. Diese Daten stehen dem Anwender für das Listendesign im Report Manager zur Verfügung. Die Shape-Suche listet alle Komponenten der Grundsymbole mit Grafik und Bezeichnung auf. Finden Sie das richtige Shape in einem Schritt ohne lange Suchen. Geben Sie den gewünschten Shape-Begriff in das Suchfenster ein und erhalten anschließend alle Komponentenvarianten. Ziehen Sie das gewünschte Shape per Drag and Drop direkt auf das Zeichenblatt. Das Stutzensymbol wurde verbessert und richtet sich zum Beispiel an Behältern und Wärmetauschern automatisch aus. Zudem wurde das Anschließen von Leitungen verbessert. Erstellen Sie eine Stutzenliste per Mausklick und erhalten beispielsweise Informationen zur angeschlossenen Hauptkomponente, Leistung, Materialien und Medien. Der Behälter wurde neu designt. Bodenform und Deckelform sind separat definierbar. Der Füllstand kann prozentual und farblich visualisiert werden. Neben dem hierarchischen Aufbau Ihres Projekts besteht die Möglichkeit, definierte Montageeinheiten und Beschaffungseinheiten anzuzeigen. Unter der Registerkarte Montageeinheiten sind alle in der Zeichnung befindlichen Montageeinheiten dargestellt. Die Registerkarte Beschaffungseinheiten zeigt Ihnen Komponenten hierarchisch an, die gemeinsam beschafft werden sollen. Erstellen Sie Ihren eigenen Artikelkatalog und vereinfachen Sie so die Komponentenauswahl um ein Vielfaches. Die erneute Eingabe von Grunddaten entfällt. Legen Sie einen neuen Artikelkatalog an, indem Sie auf die Eigenschaft Artikelnummer klicken und so die Vorlage für die gewünschte Komponentenklasse öffnen. Diese Datei kann anschließend mit eigenen Artikeldaten befüllt werden. Speichern Sie die Daten, indem Sie die XML-Datei überschreiben.